Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich Tammy besiege. Wir reden mit ihr. Du grüßt Tammy. Hi, ich bin Tammy. Tammy hat ihren Angriff vergessen. Lol. Ich musste mit ihr reden. Okay. Ich weiß, warum Lasan die Geld hat, wenn er da sowas immer bestellt. Ich verstehe das auch nicht ganz, aber ja. So, und jetzt hier. Bam! Wahrscheinlich Secret Way, weil man niemand drauf achtet. Außer der Sly. Dem ist es aufgefallen. Mausi Maus. Ja, ja, ich habe die Maus da wieder im Bild. Ich weiß. So, was ist das hier? Ich habe irgendwas gemacht. Ohne Kerzen oder Magie mussten die Monsterkristalle verwenden, um zu Hause zu finden. Und jetzt? Oh, ich werde schon wieder angegriffen. Oh, die sind einfach. Oh. Was? Er sitzt bewegungslos da? Mit Tierchen. Du bist kein Mondgold, wie es sein sollte. Kreise zurückgehen. Henling! Du legst dich hin. Mondgold legt sich hin und versteht das Leben besser. Keuschendes Zucken. Loslassen. Er mag, dass du seine Grenzen respektierst. Schleimgeräusch. Nicht eingeschüchtert. Das Spiel ist so bescheuert. Jetzt mag, dass du seine Grenzen respektierst. Voll gut. Mayo macht ja. Ich hab nicht mal eine Ahnung, ob ich den richtigen Weg gehe. Ich gehe ihn einfach. Oh, ich bin im Wasser. Und du? Es wird dunkel. Oh, eine Blume. Hinter dir. Oh, shit. Now I'm fucked. 7. 7 menschliche Seelen. Mit der Macht 7 menschlicher Seelen wird unser König, König Asgore Dremor, zu einem Gott werden. Mit dieser Macht wird Asgore endlich die Barriere zerstören. Er wird endlich die Oberfläche von den Menschen zurückerobern. Wir werden ihm die Schmerzen vergelten, die wir so lange ertragen müssen. Verstanden, Mensch? Das ist deine einzige Chance der Wiedergutmachung. Gib mir deine Seele. Oder ich entreiße sie deinem Körper. Oh oh. Nein, will ich nicht. Undyne! Ich helfe dir beim Kampf. Jo! Du hast es geschafft, Undyne steht genau vor dir. Du hast den besten Platz für ihren Kampf bekommen. Warte. Gegen wen kämpft sie? Hey! Du erzählst doch meinen Eltern nichts davon, oder? Bescheuert. Was? Ernsthaft? Du erzählst doch meinen Eltern nichts davon, oder? Lol.
Du vernimmst dein Gespräch. Wenn ich dir meinen Wunsch sage, versprichst du, dass du es nicht lässt? Natürlich werde ich nicht lachen. Ich bin eine Biene, ja, nee, klar. Du vernimmst dein Gespräch. Eines Tages möchte ich den Berg erklimmen, unter dem wir begraben liegen. Den Himmel sehen und die Welt ansehen. Das ist mein Wunsch. Du hörst ein Lachen. Hey! Du hast doch gesagt, du würdest nicht lachen. Immer diese gefühlslosen Menschen! Entschuldige, es ist nur witzig. Denn das ist auch mein Wunsch. Ich hoffe nicht zu sehr, Loki. Denk dran, eine Biene verliert ihr Leben nach dem Stachelstich. Doch, es gibt eine Prophezeiung. Der Engel, das Wesen, das die Oberfläche sah. Wir zurückkehren und der Untergrund wird leer werden. Bin ich hier richtig? Habe ich das Tammidorf gefunden? Muss ich wieder zurück? Yo! Lol, er schon wieder. Yo, ich weiß, ich sollte nicht hier sein, aber ich möchte dich etwas fragen. Mann, ich habe das noch nie jemanden gefragt. Yo, du bist doch ein Mensch, richtig? Mann, ich wusste es. Naja, ich weiß es jetzt, meine ich. Undyne sagt mir, entferne dich von dem Menschen. Also, weißt du, das macht uns wohl zu Feinden oder so. Aber das gefällt mir nicht. Yo, kannst du etwas Gemeines sagen, damit ich dich hassen kann? Bitte? Nein. Yo, was? Dann muss ich das machen. Wird schon schief gehen. Yo, ich kann dich nicht ausstehen. Mann, ich bin so ein Arsch. Ich gehe jetzt nach Hause. Yo, warte, Hilfe, ich hänge fest. Yo, Mann, wenn du meinen Freund verletzen willst, musst du erst mich besiegen. Oh, stellt sich vor uns. Oh, nettes Monster. Sie ist weg. Yo, du hast mir echt die Haut gerettet. Das mit den Feinden stimmt wohl doch nicht. Ha. Wir sind stattdessen lieber Freunde. Mann, ich sollte wirklich nach Hause gehen. Meine Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen. Easy Mode, yo, yo, ja voll, ne? Okay, ja, wir retten Monster ein Leben. Passt. Bis später, Mann. Ah, check. Komm ich hier runter? Ist jetzt hier das lustige Fluffy-Dorf da? Ist das jetzt hier das Dorf? Ist doch nicht das Dorf. 7. 7 menschliche Seelen und König Eskor will zum Gott werden. 6. So viele haben wir bereits gesammelt. Oh, ich bin die letzte Seele. Verstanden? Durch deine 7. und letzte Seele wird sich diese Welt verwandeln. Aber als erstes ein Geschenk willst du... Aber als erstes ein Geschenk, weil du es so weit geschafft hast. Ich verrate dir die tragische Geschichte meines Volkes. Das hat alles vor langer Zeit angefangen. Nein! Weißt du was? Vergiss es! Warum sollte ich es dir erzählen, wenn du gleich stirbst? Na! Muck ist der Hammer. Fancy. Du! Du stehst zwischen der Hoffnung und Träumen aller Lebewesen. Durch Alphys Geschichtsbücher dachte ich, Menschen sind mitfühlend. Aber du bist bloß ein rücksichtsloser Krimineller. Du wanderst durch die Höhlen und greifst alles an, was sich bewegt. Selbstverteidigung? Bitte dich. Du hast niemanden getötet, weil es notwendig war. Du hast sie getötet, weil es leicht für dich war. Weil es dir Spaß gemacht hat. Dachtest du, es würde mir Spaß machen, wenn ich es erfahre? Denkst du, es ist Spaß, wenn andere Leute, Familienmitglieder nie nach Hause kommen? Ist das witzig? Nein.
Aber der Zeit ist abgelaufen, Schurke. Du wirst niemand mehr verletzen. Mach's gut, Tobi. Ein Ritter in Glitzerrüstung ist aufgetaucht. Und all die Schmerzen, die den Gefallenen zugefügt wurden, jede Hoffnung und jeder Traum, der zu Asche wurde, wird durch ihren Speer wieder zurückgebracht. Na, ich zeige dir, wie entschlossen Monster wirklich sind. Komm schon, schreite voran und beenden wir das. Okay, liebe Freunde, bevor ich das jetzt gerade weitermache, ich hätte gerne gewusst, als ich bei diesem komischen Blumenfeld war, gab es da noch einen anderen Weg oder bin ich den einzig möglichen Weg gegangen? Weil wenn nicht, muss ich zurück. Ich muss die Sackgasse dann wissen. Das wäre ganz nice zu wissen, liebe Freunde. Ob ich mich jetzt hier mit ihm prügel? Da war das Tammidorf. Oh fuck, ich muss ins Tammidorf. Ich habe echt das Tammidorf verpennt. Oh, ich dachte schon, weil ich den Secret-Gang genommen habe, habe ich den richtigen Weg gehabt. Oh, ihr macht mich fertig. Okay, unser Kampf muss warten. Der epische Kampf auf Vernichtung, Zerstörung. Und den ganzen anderen Schüssel, ihr wisst das schon. Oh. Muss ich ins Tammidorf gehen? Und ich hatte mich hier schon voll gefreut. Ich so, yes, super way. Easy GG, wird schon. Oh, guck mal, wie der Weg einfach weiterhin... Oh Gott! Jetzt muss ich auch noch beide besiegen? Kann ich einfach fliehen? Was passiert eigentlich, wenn ich fliehe? Aaron, Armbeuge! Oh. Armbeuge! Armbeuge! Und weg ist er! Und tschüss! Ja, also ich war auch am Überlegen am Anfang, habe ich auch ein paar getötet. Aber irgendwie ist es sehr amüsant, die Leute rauszufinden, was ihre Schwachstellen sind und das Ganze kampflos zu machen. Nach Waschmittel. Säubert! Los, säuber mich! Nicht nach egal was. Das schon. Loki wird sympathisch. Ja, Loki hat gewisse Attribute, die äußerst amüsant sind. Zumindest ist ein Freigeist. Das finde ich ja sehr angenehm an dem guten Loki, ne? Nee, ich finde das jetzt dann selber. Es gibt ja nicht mehr so viele Möglichkeiten, wo ich lang konnte. Ne, das hier war ja... Siehst du, der Weg, den ich hier hatte. Und hier war ja der Weg, den ich da freigeschaltet hatte. Das heißt, ich konnte nur noch unten rechts lang gehen. Oh Gott. Jetzt muss ich halt immer nur die... wir fangen mit Washoe an, säubern. Er springt aufgeregt rum und her. Ah, gib mir grün. Okay. Keuschen zurück. Ach ja, warte mal, da war was. Ich lass es los. Du machst Morgan nicht. Er mag, dass du seine Grenzen respektierst. Au. Nicht eingeschüchtert. So gehört sich das. Fühlt euch nicht eingeschüchtert von mir. Sehr gut. Finde ich gut. So. Das kann ja eigentlich nur hier unten rechts sein. Ich habe ja hier das letzte Mal den Abstand gemacht. Und guck mal hier nach. Oh. Hier geht's auch nach oben. Er geht nicht. Alles klar, muss unten rechts sein. Check. What the fuck? Hoi, willkommen in Tammidorf.
Egal was, es wird gespeichert. Du fühlst dich irgendwas. Du bist erfüllt von Temp-Schlossigkeit. What the fuck? Ernsthaft? Das ist ein Drache mit einem Pudel drauf? Hoi, ich bin Tammy. Und das ist mein Freund, Tammy! Hoi, ich bin Tammy. Und das ist mein Freund, Tammy. Kurze Frage, sind so Chihuahuas entstanden? Ah, ich bin Bob! Ah! Ich bin Tammy. Vergiss nicht meinen Freund. Ah, ich bin Bob. Ich bin Bob. Wie bescheuert. Die reichhaltige Tem-Geschichte. Bob, Bob, Bob. Hoi, du solltest den Tem-Shop besuchen. Yay, ich stimme zu. Besuch den Tem-Shop. Still better than Wop Bob. Kiste verwenden? Ja. Okay. Verband, Stock, Plastikmesser. Ist das der Temp Shop? Hoi, willkommen im Temp Shop! Stock. Wow! Du hast Stocks! Ich will Stocks, aber muss fürs Studium zahlen. Temp mag immer Stocks. Yay! Oh mein Gott, ich glaube, sie ist gekommen. Not face! Oh, die dreht ihr Gesicht, ohne dass sie die Augenbrauen bewegen kann. Ah, nochmal instant. Verbannt! Jawohl! Ah! 666G. Kaufen! Oh! Für Studium zahlen? Lol. Was passiert, wenn ich hier das Studio zahle? Guten Tag. Hoi. Ich bin Tammy. Hoi. Ich bin Tammy. Tammy haben tiefe Geschichte. Yay, geht zum Tem-Laden. Wow. Boy. Gott! Will ich für Studio zahlen? Kiste verwenden, ja? Möchte gerne meine anderen Sachen verkaufen. Alles klar. Handschuh! Ah! Oh! Ballettschuh! Ah! Oh! Mandana! Ah! Oh! Das ist so bescheuert, ey. Ich verschärfe jetzt meine Sachen. Orgasm voll, ne? Altes Tütü. Na, wenn die da nicht steil geht. Nee, Nice Cream bleibt noch was. You never know when you need Nice Cream. Verkaufen. Altes Tütü. Ah! So, jetzt habe ich aber immer noch nichts zusammen. Ich könnte einen Astronogger verkaufen. Aber immer noch nicht genug. Ich schau mal, was ich noch so kriege. Du reagierst. So war. Aber Menschen sind so putzig. Tim, beachte. Tim, beobachten Ei. Ei wird schlüpfen. Tim, stolze Eltern. Statue von Tem. Sehr berühmt. Sehr. Es ist hart gekocht. Das schlüpft nicht mehr. P. Tem hörte. Menschen allergisch auf Tem. Ist okay. Tem versteht. Tem auch allergisch auf Tem. Lol. Neues. Pilztanz. Pilztanz. Was könnte das bedeuten? Ich sehe nichts. Das bedeutet, du hast ein sündhaftes Leben geführt.
Okay, das bedeutet, sprich mich nicht an. Netter Pilz. Das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich muss, glaube ich, noch draußen irgendwas kloppen. Ich muss das Studium zahlen. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte das Studium zahlen. Ich habe das Gefühl, da wird was Gutes passieren. Obwohl es ein Temps. Es könnte auch einfach Scheiße passieren, weil es Tammy sind. Alles klar. Wir werden erstmal Woschua uns säubern lassen. Was zahlst du auch mein Studium? Oh nein! Ich muss hier erstmal gerade verschonen. Kreischendes Zucken. Ja, genau, warte mal. Ich muss hier die Kämpfe überlegen. So, verwirrt, ne, komm her. Ja, Gott. So, in der nächsten Folge machen wir weiter. Macht's gut, euer Slide, ciao.